Ohne dass er es wusste, hat Robert Martineau zu viel bezahlt. Das konnte er auch nicht wissen, doch jetzt kann er das zurückfordern. Für seine Lebensversicherung zahlt er zum Beispiel nicht jährlich, sondern monatlich, 12-mal gut 450 Euro. Im Kleingedruckten steht, dass für diese Ratenzahlung Zuschläge erhoben werden. Erst auf telefonische Anfrage erfährt er, dass es in seinem Fall 5% sind. Was Robert Martineau nicht wusste, diese 5% Ratenzahlungszuschlag entsprechen tatsächlich einem effektiven Jahreszins von über 11%. Das kommt mir sehr viel vor, also habe ich noch nie gehört. Ein Urteil des Bundesgerichtshofs erklärt nun eine Entscheidung des Landgerichts Bamberg für wirksam. Daraus folgt für Versicherungsverträge mit Ratenzahlung, es muss der effektive Jahreszins angegeben werden. Ist das nicht der Fall, gilt automatisch ein gesetzlicher Effektivzins von 4%. Das Urteil trifft außer auf Krankenversicherungen auf alle privaten Versicherungssparten zu, die in Raten mit Zuschlag gezahlt werden. Zum Beispiel Kfz, Riester oder Berufsunfähigkeit. Allerdings nur für Verträge über 200 Euro Jahresprämie. Experten wie Rechtsanwalt Dr. Fiala aus München mahnen nun, dass die Verpflichtung zur Angabe des effektiven Jahreszinses bereits seit 1991 im Rahmen des Verbraucherkreditgesetzes besteht. Wenn der effektive Jahreszins nicht angegeben wurde, kann der Verbraucher die Ratenzuschläge vom Versicherer zurückverlangen und um eine Neuabrechnung bitten. Der Verbraucher schuldet dann nur einen Bruchteil der von ihm bisher bezahlten Ratenzuschläge. Wie viel wäre das zum Beispiel im Fall von Robert Martineau? Wir bringen die Vertragsunterlagen von ihm und weiteren Betroffenen zu dem Versicherungsmathematiker und Gutachter Peter Schramm. Nach seiner Berechnung entsprechen 2% Zuschlag bei halbjährlicher Zahlung einem effektiven Jahreszins von 8,33%. 3% Zuschlag bei vierteljährlicher Zahlung ergeben 8,27%. Und 5% Zuschlag bei monatlicher Zahlung sind effektiv 11,35%. Wie bei Robert Martineau. Die Differenz zum gesetzlichen Effektivzins von 4% kann er jetzt zurückfordern. Die Prämien müssen ab sofort neu berechnet werden. Für die Vergangenheit, er ist ja 12 Jahre versichert, kann er gut 1400 Euro zurückverlangen. Dazu Zinsen über diese Laufzeit. Für die Zukunft spart er nochmal gut 3.500 Euro an Beitrag ein. Ein anderer Fall. Die Lebensversicherung von Walter B., abgeschlossen 1991. Er zahlt monatlich knapp 160 Euro Prämie bei 3% Ratenzuschlag, also deutlich weniger als Herr Martineau. Ihm stehen trotzdem noch 275 Euro Nachzahlung plus etwa 100 Euro Zinsen zu, so Peter Schramm. Alle Betroffenen, wie Walter B. oder Herr Martineau, müssen allerdings selber aktiv werden und ihren Versicherer anschreiben. Am besten per Einschreiben mit Rückschein und mit einer Fristsetzung für die Neuberechnung von 2 bis 3 Wochen. In einem solchen Schreiben an den Versicherer sollte klipp und klar drinnen stehen, ich fordere die Ratenzuschläge zurück. Zum Zweiten sollte drinnen stehen, dass man den Versicherer auffordert, neu abzurechnen. Es ist nicht Aufgabe des Verbrauchers, selber nachzurechnen. Ob die Versicherer bereitwillig zahlen, ist allerdings fraglich. Denn unterm Strich geht es für die Branche um erhebliche Summen. Auf unsere Anfrage winkt der Gesamtverband der deutschen Versicherer GDV ab und legt die Rechtsfolgen aus den Urteilen völlig anders aus. Eine über den entschiedenen Einzelfall hinausgehende Wirkung ergibt sich nicht. Die daraus gezogene Folgerung, es könnten Rückforderungen geltend gemacht werden, entbehrt der Grundlage. Notfalls ist ein Rechtsstreit nötig, um seine Forderungen durchzusetzen. Wie steht es dann aber mit der Verjährung eventueller Ansprüche? Meiner Meinung nach können Versicherte sehr wohl rückwirkend Ansprüche anmelden, dass nichts verjährt, weil der Versicherte erfährt jetzt ja erst von seinem Anspruch durch die Entscheidung des Bundesgerichtshofes. Und aus dieser Entscheidung und damit der des Landgerichts Bamberg folgt noch mehr. So müssen die Versicherer bei Ratenzahlung auch schriftlich in angemessener Form über ein Widerrufsrecht belehren, was bis dato in der Regel nicht erfolgte. Es müsste zumindest im Kleingedruckten stehen.
Tut es das nicht, ergeben sich für Lebensversicherungen oder Riester-Renten, bei denen der Versicherer das Kapital des Kunden anlegt, die Prämie also nicht für Versicherungsleistungen aufgebraucht wurde, auch weitere Möglichkeiten. Hat der Versicherer mich nicht über das Widerrufsrecht belehrt, kann ich noch heute widerrufen, also rückabwickeln. Das bedeutet, dass ich meine kompletten bezahlten Prämien zurückverlangen kann, mit dem kleinen Abschlag, zuzüglich einer üblichen Kapitalmarktverzinsung. Wer seinen Vertrag weiterlaufen lassen will, sollte zumindest umgehend seine Neuberechnung fordern oder in Zukunft auf jährliche Zahlungen umstellen.